Ja, es ist in den letzten Monaten wahnsinnig viel passiert. Und ich habe einfach am Abend dann keine Lust mehr gehabt, um die Vlogs zu machen. Und jetzt trage ich die Idee, wieder Vlogs zu machen, seit 2 Wochen mit mir um. Ich habe ja immer mal wieder Vlogs gemacht, wenn ich irgendwie mit der Sportdeck unterwegs war oder mal in Norwegen, einen, aber nur so vereinzelt. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich muss wieder ein bisschen regelmässiger machen. Weil wenn ich jetzt so zurückschaue auf die alten Vlogs, und das habe ich schon mal erzählt, finde ich es eigentlich recht cool, zu schauen, wo bin ich wann wie war. Ich habe jetzt ein bisschen ein Reihenfolgeproblem. Weil die mir auf Instagram folgen, die haben mitbekommen, dass ich in Griechenland war. Nochmal. Dort gibt es einen Vlog dazu. Dann war am Samstag Tavolata auf dem Hof Wieden. Dort gibt es auch einen Vlog dazu. Aber zuerst habe ich gefunden, ich muss jetzt wie diesen Vlog machen und dann sagen, vielleicht geht es jetzt wieder ein bisschen weiter mit Vlogs. Vielleicht, es wird nicht täglich sein, das nicht mehr, aber regelmäßiger. Und weil ich die Überlegung gemacht habe mit dem Vlog, hatte ich die Kamera dabei gehabt, am Sonntagmorgen, genau. Und am Sonntagmorgen ist dort, wo ich mit dem Wagen stehe, etwas mega Schönes passiert, das ich schon gesehen habe, aber noch nie auf Kamera. Darum der erste Vlog von der Staffel 3 oder so mit diesen Aufnahmen.